Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren von der Koalition, Sie hatten doch eigentlich versprochen, in diesem Jahr das Sanktionsrecht anzupacken und auch den Sinn und Zweck der Ersatzfreiheitsstrafe zu prüfen. Die Hälfte des Jahres ist fast rum und es ist eigentlich nichts passiert. Dass Sie bei der Ersatzfreiheitsstrafe jetzt nur halbe Sachen machen wollen und das als Erfolg verkaufen, ist wirklich lächerlich. Weniger Hafttage ändern am Grundproblem gar nichts. Wegen einer Bagatelle wie dem Fahren ohne Fahrschein werden Menschen auch künftig in Haft kommen. Und das nur, weil die allermeisten von ihnen arm, arbeitslos, wohnungslos oder krank sind. Die Ersatzfreiheitsstrafe verschlimmert die Situation der Betroffenen nicht nur, sie frisst unnötige Ressourcen des Staates und hat nicht einmal eine resozialisierende Wirkung. Und das räumen Sie doch in Ihrem Entwurf sogar selbst ein. Menschen geraten in noch tiefere Krisen, verlieren ihre Wohnung, ihren Arbeitsplatz und werden stigmatisiert. Ein weiteres schwerwiegendes Problem bleibt der Maßregelvollzug. Durch die engeren Voraussetzungen für die Unterbringung nach § 64 StGB ist zu befürchten, dass es zu einer Verschiebung von Gefangenen mit Drogenabhängigkeit aus den Entziehungsanstalten in die Justizvollzugsanstalten kommen wird. Dringend erforderlich sind aber vielmehr eine bessere Ausstattung von Entziehungsanstalten und Personal, eine hinreichende Finanzierung sowie Entkriminalisierung von Drogendelikten. Aber nochmal zurück zur Ersatzfreiheitsstrafe. Ich verstehe nicht, warum Sie an Ihrem Entwurf festhalten, obwohl auch die Sachverständigen in der Anhörung zum Sanktionsrecht eindrücklich dargestellt haben, dass die Ursachen der Ersatzfreiheitsstrafe eben nicht beseitigt werden, sondern bestehen bleiben. Aus dem Grund haben die Sachverständigen auch für die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe sich ausgesprochen, genauso wie es auch in unserem Antrag steht. Und noch eins. Unser Gesetzentwurf zur Abschaffung des Straftatbestandes Fahren ohne Fahrschein hat auch Zuspruch von der SPD-Sachverständigen Herrn Professor Dr. Hefendehl erhalten, der ganz klar sagt, Strafe setzt als notwendige Bedingung sozial schädliches Verhalten voraus. Wenn Strafe allerdings umgekehrt Sozialschädlichkeit bewirkt, hat sie sich selbst diskreditiert. Und genau das ist beim Fahren ohne Fahrschein der Fall. Menschen, die aus wirtschaftlicher Not sich kein Ticket leisten können, aber auf Mobilität angewiesen sind, zusätzlich zu bestrafen, ist völlig absurd und auch unverhältnismäßig. Wir fordern deshalb ganz klar die Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe. Streichen Sie zumindest als ersten Schritt das Fahren ohne Fahrschein aus dem StGB, und zwar ohne es als Ordnungswidrigkeit herabzustufen. Vielen Dank.